Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer. Am Ende jeder professionellen Songproduktion steht das Mixing und Mastering. Das Abmischen entscheidet über die Qualität der gesamten Musik. Und selbst wenn der Text und die Komposition noch so gut sind, wenn der Mix nicht passt, wird der Song wohl nie sein volles Potenzial erreichen. Früher oder später stößt deshalb jeder Musikproduzierende auf das Thema Mixing. Und die eigene Vorstellung vom Abmischen, die verändert sich mit der Zeit. Wer also selbst abmischen lernt, durchläuft in der Regel verschiedene Level, die jeweils mit einem bestimmten Verständnis und zusätzlichen Möglichkeiten im Mixing verbunden sind. Und im heutigen Video schauen wir uns diesen Prozess einmal in 5 verschiedenen Leveln an. Wir starten beim Anfänger und steigern uns bis hin zum Profi. Und ich denke, hier kann sich jeder was mitnehmen für das eigene Mixing. Für alle, die noch nicht abonniert haben, nehmt gerne ein Abo mit für alle unsere zukünftigen Videos rund um die Musikproduktion. Und damit legen wir los mit Level 1. Wer noch nie mit dem Thema Mixing in Berührung gekommen ist, der hat meist ein recht eindimensionales Bild vom Begriff Abmischen. Instrumente können hierbei grundsätzlich lauter und leiser zugemischt werden. Und vielleicht können wir sie sogar noch ein bisschen links oder rechts im Stereobild platzieren. Und dieser Teil ist absolut korrekt, aber eben nur die Spitze des Eisbergs. Denn trotz dass Pegel und Panning zwei ganz zentrale Bestandteile des Abmischens sind, fehlt hier ein ganz großer Anteil an Hörerfahrung, was Klangbilder denn sonst noch voneinander unterscheiden kann. Hören wir uns das Ganze doch einfach mal im Vergleich an. Bei einem Song im Roughmix-Stadium ist genau das bereits geschehen. Pegel und Panning sind stimmig. Und das klingt zum Beispiel so. Da kommt Hochwasser mit dem Tiefdruckbass. Wir sind die Flutwelle und jeder wird nass. Unsere Ideenflüsse laufen über, ja der Damm bricht. Lasst sich treiben und wir reißen nicht mit. Und der fertig abgemischte Song klingt hingegen so. Da kommt Hochwasser mit dem Tiefdruckbass. Wir sind die Flutwelle. Jeder wird nass, unsere Ideenflüsse laufen über, ja der Damm bricht. Lass dich treiben und wir reisen nicht mit. Wir hören, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn wir die beiden miteinander vergleichen, fehlt es im Roughmix einfach an Tiefe, Druck, Räumlichkeit, Transparenz, vielleicht auch an Breite und an Dynamik. Und oft finden sich dort noch Resonanzen in verschiedenen Spuren und der Gesang klingt eben auch noch nicht so wie im Radio. Naja, der Laie sagt zu so einem Song im Roughmix-Stadium vielleicht, dass es einfach kein guter Song ist oder auch nicht werden könnte. Aber die Hörerfahrung eines professionellen Mixes kann das ganz schnell entkräften. Irgendwie ist es also möglich, diesen Unterschied mit Audioeffekten zu bewirken. Und plötzlich wird das Mixing interessant. Dem Einsteiger begegnet an dieser Stelle eine Flut von Möglichkeiten, Techniken und Effekten. Das kann zu Beginn schon ein bisschen überfordern. Kompressor, Equalizer, Reverb, Chorus und wie die nicht alle heißen. Aber welche davon braucht man und wie hören die sich eigentlich an? Und diese Frage führt uns direkt zu Level 2. In diesem Level dreht sich viel um den Umgang mit Audioeffekten. Wie funktioniert zum Beispiel ein Kompressor? Wann sollte ich einen chirurgischen und wann einen färbenden Equalizer einsetzen und wie klingen denn da die Unterschiede? Hier baut sich der Producer ein Repertoire an Hörerfahrung und an Mixing-Techniken auf. Aber am wichtigsten ist und bleibt dabei die Praxis. Denn erst beim wirklichen Abmischen von Musik tun sich neue Fragen auf, die beantwortet werden wollen. Für dieses Level empfehle ich gern einen unserer Einsteigerkurse. Die sind auf meinhomestudio.de kostenlos für Member verfügbar. Zum Beispiel im Kurs Zuhause Musik produzieren erkläre ich Schritt für Schritt, ganz grundlegend, was eigentlich Equalizer und Kompressor sind und wie sich Räumlichkeit im Mix mit Sendeffekten umsetzen lässt. Wenn du dort für deine Musik was dazulernen willst, spricht absolut nichts dagegen, dich hier unter diesem Link als Free Member bei uns anzumelden und die Kurse anzuschauen. Außerdem begegnen Producern in Level 2 zum ersten Mal verschiedene Richtwerte für das Mixing. Welche Ausgangspegel und welche Lautheit sind zum Beispiel für ein Release auf Spotify sinnvoll? Wir stellen fest, dass Mixing eben nicht nur Abmischen nach Gehör bedeutet, sondern auch einigen technischen Vorgaben folgt. Gleichzeitig entdecken wir aber auch die kreative Seite des Abmischens. Zum Beispiel das Sidechaining, wenn wir den Pad-Sound plötzlich rhythmisch beben lassen können. Oder aber wir begeistern uns mit einem Mal für die Möglichkeiten beim Gestalten der Räumlichkeit. Dort eröffnet sich uns eine neue Welt unendlicher Klangmöglichkeiten, die mit etwas Erfahrung auch an Struktur gewinnt und übersichtlicher wird. Der Producer experimentiert hier mit verschiedenen Kombinationen aus Audioeffekten und stellt dabei oft fest, dass erst ihr Zusammenspiel wirklich interessant wird. Das Gestalten eines Mixes passiert also zu einem Großteil durch die Kontraste zwischen den einzelnen Elementen. Und das führt uns direkt zu Level 3.
Eine Spur kann heller wirken, wenn eine andere Spur dunkler abgemischt ist. Es sind also oft die Kontraste zwischen den Elementen, die den Sound eines Songs erst wirklich interessant klingen lassen. Manche Instrumente erscheinen zum Beispiel näher, wenn andere weiter entfernt platziert sind. In diesem Level Nummer 3 entdecken wir die Möglichkeiten der Tiefenstaffelung. Das bedeutet, dass alle Spuren eines Songs in einem virtuellen Raum platziert werden, den wir selbst gestalten können. Wir können entscheiden, wie groß der Raum ist und welchen Klangcharakter er mitbringt. Welche Instrumente sollen zum Beispiel im Vordergrund platziert werden und welche stehen eher weiter hinten für die Atmosphäre? Bei der Umsetzung dieser Tiefenstaffelung hilft uns unter anderem die Physik. Wenn uns eine Schallquelle nah ist, dann nehmen wir wesentlich mehr Bass- und Höhenanteile wahr, als wenn sie weit entfernt platziert ist. Und dieser Zusammenhang lässt sich eben auch beim Abmischen umsetzen. Wir nutzen zum Beispiel Equalizer, Kompressoren, Saturation, Distortion, Reverb, Delay und viele weitere, um unsere Spuren in der Tiefe zu staffeln. Außerdem begegnen uns neue Möglichkeiten, um Instrumente im Stereopanorama zu platzieren. Vielleicht lernen wir zum Beispiel das MS-EQing kennen. Mitten im Flow, im Fluss zu bleiben heißt, alles um mich wird eins mit meinem Geist, die Fusion. Jeder Beat, jeder Chord, jeder Ton, die Fusion. Das ermöglicht uns, auch für einzelne Frequenzbänder die volle Stereobreite zu nutzen und Frequenzmaskierung auch kreativ aus dem Weg zu gehen. Außerdem gibt uns die Automatisierung in der DAW die Möglichkeit, unsere Effekte auch dynamisch einzusetzen und damit einen noch lebendigeren Mix zu kreieren. Und diese neuen kreativen Möglichkeiten führen uns direkt zu Level 4. Wenn alle Regeln gelernt und verstanden sind, dann gibt es Raum, diese Regeln bewusst zu brechen. Abmischen kann ein genauso kreativer Prozess werden, wie es das Schreiben von Songtexten oder die Komposition ist. In Level 4 wird uns bewusst, dass einer der wichtigsten Faktoren für einen guten Mix der Blick aufs Ganze ist. Je länger wir an einem Song mischen, desto schwerer wird es, diesen Blick zu bewahren und den Song so zu hören wie jemand, der ihn zum allerersten Mal hört. Und deshalb ist ein zügiges Arbeiten und ein Fokus auf die wirklich wichtigen Entscheidungen beim Mixing essentiell für ein gutes Resultat. Dafür schaffen wir uns in diesem Level eine Umgebung, in der wir Mixing-Entscheidungen schnell und intuitiv treffen können. Unsere Lösung bei meinhomestudio.de ist hierfür das Nutzen von Templates und das Arbeiten mit einer Technik, bei der bis zu 80% des Mixes über Sendeffektkanäle passiert. Sendeffektkanäle wenden Audioeffekte nicht direkt auf das Signal an, sondern mischen das veränderte Audiosignal parallel zu. Das ist für Reverb oder Delay absolut üblich, aber wir verwenden diese Technik eben nicht nur bei räumlichen Effekten, sondern auch auf Kompression, Distortion, Modulation oder sogar EQ-Anhebungen. Und diese Mixing-Methode ermöglicht zum Beispiel in Cubase ein Archiv mit solchen Sendeffektkanälen anzulegen und das dann einfach in neue Projekte zu importieren. Und damit kann es im Mix also sofort losgehen und es wird ganz spielerisch, schnell und intuitiv möglich zu mischen. Kalender voll, ich finde keinen Platz. Was bleibt da ist, lass mich einfach sein bleiben. Ich bin auf Bypass. Effekt umgehen, ich bin auf Bypass. Und unser eigenes Sendeffekt-Archiv für Cubase Pro gibt es bei uns im Member-Bereich für alle Pro-Member zum Downloaden und Behalten. Dazu haben wir einen neuen Videokurs veröffentlicht, in dem wir uns das Abmischen eben Schritt für Schritt anschauen. Vom Cleanup über das Aufräumen des Projekts bis hin zum kreativen Abmischen von Songs mit dem Sendeffekt-Archiv. Das zeigen und erklären Matthias Basedow und ich an einem Song in der Praxis, den es dort eben gleich mit zum Downloaden und Nachvollziehen gibt. Schaut also gerne mal hier vorbei, um Pro-Member zu werden. Und da ihr es in dem Video bis hierher geschafft habt, gibt's für euch noch einen Rabattcode von 5€ auf den ersten Monat als Pro-Member. Wenn du schon eigene Mixing-Erfahrung mitbringst, dann kannst du diese Sendeffektkanäle im Handumdrehen zu deinen eigenen machen. Also Effektketten anpassen, Parameter verändern und deinen eigenen Sound kreieren. Einen Sound zu etablieren, an dem eine Band oder ein Künstler schon erkannt wird, bevor der Gesang einsetzt, das ist die Königsdisziplin beim Abmischen. Das funktioniert gerade deshalb, weil es keinen einen perfekten Mix gibt, sondern ein Song auf die unterschiedlichsten Weisen herausragend abgemischt werden kann. Oft entsteht Lebendigkeit also erst durch die Ecken und Kanten. Andererseits kann es sein, dass ein technisch perfekt abgemischter Song schlechter klingt als der Rough Mix. Wenn alle Elemente zu glatt gebügelt werden, dann kann der Song seine Seele verlieren, seine Lebendigkeit. Deshalb arbeiten professionelle Mixing-Engineers die Wiedererkennungsmerkmale eines Songs heraus. Das kann zum Beispiel der einzigartige Sound des Slap-Delays auf den Rap-Vocals sein, wie zum Beispiel in Nobody Speak von Run the Jewels. Oder es ist ein besonderer Hall auf der Snare, der aus tausenden Songs hervorsticht. Hier sind der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt.
Im Profi-Level des Abmischen gilt es, den Sound eingängig zu gestalten und dennoch so eigen, dass er bereits am Mix wiedererkennbar wird. Und das ermöglicht einen Signature-Sound. Darüber hinaus ist es auf diesem professionellen Level üblich, die finalen Schritte der Songbearbeitung zwischen mehreren Personen aufzuteilen. Zum Beispiel zwischen einem Mixing-Engineer und einem Mastering-Engineer. Denn vier Ohren hören bekanntlich mehr als zwei. Während der Mixing-Engineer vielleicht irgendwann den Blick aufs Ganze verloren hat, kann der Mastering-Engineer den Sound danach noch so bearbeiten, wie er ihn beim allerersten Hören erfährt. Dafür ist es jedoch essentiell, dass der Mastering-Engineer die Rolle jedes Instruments versteht und viel Erfahrung im Stil und Genre des Songs hat. Wenn du hierbei Hilfe benötigst, kann ich dir nur wärmstens unseren eigenen Mastering-Service empfehlen. Wir arbeiten im Team, und zwar in allen gängigen Genres und versuchen im Mastering aus jedem Song seine Elemente herauszuarbeiten, die ihn lebendig klingen lassen. Mehr dazu erfährst du hier unter dem Link. So, das waren 5 Level, die uns beim Abmischen lernen begegnen. Das ist für jeden Producer eine Entwicklung, die viele Jahre benötigt und hunderte Songs, die es abzumischen gilt. Und dieses Feld an sich ist so groß, dass man hier niemals auslernt und es selbst für Vollprofis noch immer Neues zu entdecken gibt. Wenn es dir schwerfällt, deine eigene Mixing-Qualität selbst einzuschätzen, dann ist vielleicht noch Folgendes für dich interessant. Wir bieten aktuell all unseren Membern auf meinhomestudio.de einmalig ein kostenloses persönliches Mix-Feedback an. Du kannst uns im Member-Bereich also einfach deinen Song zuschicken, wir analysieren den Mix und du bekommst von uns ein persönliches Feedback per E-Mail zugeschickt. Und das lohnt sich vor allem für alle, die selbst noch aktiv am Lernen sind und ihre Mixing-Qualität steigern wollen. Diese Aktion ist allerdings zeitlich beschränkt und falls du dieses Video in ferner Zukunft siehst, dann schau doch gerne mal auf meinhomestudio.de vorbei, ob wir die Aktion noch immer anbieten. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei warst und hoffe, du konntest dir vielleicht ein bisschen was mitnehmen für dein Mixing. Welche Themen aus dem Abmischen interessieren dich denn besonders? Was würdest du dir denn mal im Detail hier auf dem Kanal wünschen? Schreib's uns gern unter diesem Video in die Kommentare. Ich wünsche dir jedenfalls ganz viel Kreativität beim Abmischen deiner Songs und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, mach's gut!